Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu einem Pferdekauf-Special. Ja, es ist mal wieder Zeit für ein Video und für ein Pferdekauf-Special, denn vor einiger Zeit sind ein paar Pferde rausgekommen und die habe ich jetzt erst entdeckt, da ich die letzten Male oder letzten Wochen gar nicht so geschafft habe, irgendwie online zu kommen und mir irgendwas anzuschauen. Und diese Pferde waren zuerst bei Gary Goldzahn und jetzt leben sie hier in Waledale, also bei meinem Heini. Und deswegen ist der Weg auch so gar nicht weit. Und wir schauen uns die beiden Pferde mal an. Eins davon ist ein Einhorn. Unglaublich. Und unglaublich, dass ich einen Standbildschirm habe zwischendurch. Oh mein Gott, wo kommt das her? Ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich natürlich mal gucken hier, denn ich habe sie mir noch gar nicht angeguckt. Also wirklich null. Und mal schauen, wo sie sind. Hier sind die. Da sind sie. Da sind tatsächlich zwei Einhörner. Und verwandelt, in der verwandelten Gestalt. Interessant. Hallo, das ist Tinan. Wird so ausgesprochen, ich hoffe. So sieht er unverwandelt aus. Sieht es nicht wunderschön aus, unverwandelt? Ich bin tatsächlich voll der Fan von der unverwandelten Form. Ich meine, so als Einhorn sieht es auch richtig Zucker aus. Richtig, richtig toll. Das Tynan wurde in einer mondlosen Nacht geboren. Es war ein nachdenkliches Fohlen, ein junger Philosoph in einer Gemeinschaft von Mystikern. Seine Eltern haben Waldtiere zu sich nach Hause eingeladen, um seinen Spieltrieb anzuregen und ihm die Kunst des Spielens beizubringen. Damals erregte ein lustiger kleiner Kerl die Aufmerksamkeit des Tynans. Denn wer kann schon einen Eichhörnchen widerstehen. Okay. Das kleine Wesen war ebenfalls dunkel wie die Nacht. Aber da es schon immer eine helle kleine Seele gewesen war, hatte es den treffenden Namen Sterling erhalten. Die beiden knüpften ein unzertrennliches Band. Manchmal, wenn Sterling das Tynan zu einer Verfolgungsjagd oder einem Versteckspiel überredet, wandert das Tynan davon, um über eine Rätsel- oder eine Matheaufgabe zu grübeln und steht dann so still, dass sein kleiner Begleiter verzweifelt, weil er fürchtet, seinen Freund niemals wiederzufinden. Okay, alles klar, 950 Starcoins. Sehr schön auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, warum es so leckt hier zwischendurch. Ist es bei euch auch? Das macht es sonst nie. Gab es irgendein Update, das sagt so, hi, ich leck jetzt hier, besonders im Pferdekauf, obwohl da gar nichts los ist. Das ist Phoebe. Phoebe, finde ich verwandelt, okay, aber unverwandelt. Guckt euch Phoebe mal unverwandelt an. Sieht es nicht wunderschön aus? Ich weiß, die Pferde, die sind schon seit einiger Zeit draußen. Und um genau zu sein, seit den 7.2., also Anfang des Monats, sind sie rausgekommen. Und ich habe die News nochmal nachgeschaut und habe Phoebe gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, Phoebe sieht ja einfach mal richtig toll aus. Und die Färbung, ich meine, guckt euch die Färbung an. Wie schön. Hier, das meine ich, das Leggen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wobei, vielleicht doch. Das könnte vom Steam kommen bei mir. Stimmt, da war ja was. Irgendwas habe ich doch an. Weg damit. Und ich finde sie so unglaublich schön irgendwie. Oder? Was sagt ihr? Ich weiß nicht. Es sieht auch so elegant aus. Ich mag halt auch sehr gerne Pferde, die dunkler sind und dann eine helle Mähne haben. Das finde ich unglaublich schön. Das Vieh wurde bei seiner Geburt in das strahlende Licht des Vollmondes getaucht. Dieses Leuchten hat es für immer geprägt. Als Fohlen war es eigenwillig und fröhlich und fühlte sich von blühenden Blumen und Teichen mit klarem Wasser angezogen. Das Phoebe wuchs unter dem wachsamen Namen von Nanny auf, der alten Seele, die schon Phoebes Mutter, Urgroßmutter und Urgroßmutter, Großmutter, Urgroßmutter, okay, und ach, weiter zurück kann auch niemand zählen. Jedenfalls hat Nanny die Einhornfamilie über Äonen hinweg betreut, oh, ich habe heute keine Stimme, und geführt, denn es dauert ein Jahrhundert, bis ein Einhornfohlen vollständig herangewachsen ist. Echt so lange? Krass. Das Phoebe hat sich seine ätherische Natur stets bewahrt und ist zu Nannys Leitwesen
oft so sehr von der Schönheit der Dinge eingenommen, dass es drohende Gefahren nicht bemerkt, wie über einen Wasserfall zu stürzen oder in eine Bärenhöhle zu laufen. Alles klar, ich würde sagen, ich kaufe Phoebe, weil ich Phoebe so schön finde. Und natürlich ist es eine Stute. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es Phoebe eigentlich als Name? Das wäre ja super lustig, aber ich glaube, das gibt es leider nicht. Wobei Phönix auch echt schön wäre. Ich mache aber mal ganz kurz. Ich würde mal zufällig machen, weil ich brauche ja immer ein kleines bisschen, bis ich einen wirklich schönen Namen gefunden habe. Weil es echt immer nicht so einfach ist. Rainbow Spell klingt auch echt richtig schön. Twilight Wink. Wink auch immer gerne gesehen. Master Honey, Shadecross, Bookheart. Ja, das ist immer so eine Sache. Unicorn gibt es allerdings. White Unicorn, was Pixel Unicorn? Was würde denn passen zu Unicorn? Das ist natürlich die Frage der Fragen. Es ist schade, dass es kein Phoebe gibt. Unicorn, Unicorn. Nee. Red Unicorn, Rich Unicorn. Überhaupt irgendwas mit... Oder einfach nur Rose. Wäre natürlich auch schön, oder? Einfach nur Rose. Hätte auf jeden Fall was. Ruby habe ich schon. Salty. Oh. Sandy habe ich auch schon. Sea. Blue Sea wäre auch irgendwie ganz süß. Sienna, Silent... Sky. Einfach Sky. Snow Unicorn. Ja, ich glaube, Unicorn passt vielleicht gar nicht so gut. Leider irgendwie. Spring. Spring. Star. Star Unicorn. Star Step. Storm. Habe ich eigentlich schon Stormy? Ich meine, ich habe welche mit Storm, die ich auch Stormy nenne dann. Aber einfach nur Stormy wäre auch lustig. Oder Sunny. Sweet. Sweetie. Oh, ich habe noch keinen Sweetie. Warte. Sweetie. Das finde ich jetzt echt sehr schön. Zeitlos. Weil Unicorn halt. Und damit würde ich sagen, willkommen in deinem neuen Zuhause. Sweetie. Wieso bin ich da vorher nicht so drauf gekommen auf Sweetie? Wie gesagt, die verwandelte Form, nur Medium. Der gibt es schönere, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich finde die unverwandelte Form einfach so unglaublich hübsch. Also wirklich unglaublich. Jetzt Seiten machen wir natürlich auch gleich. Und hallo, guten Tag. Moment. Aber bitte unverwandelt erstmal. Guckt sie euch an. Sweetie. Sie ist halt wirklich eine Sweetie. Kann man nicht anders sagen. Wie wunderschön einfach das Fell aussieht. So. Stehen. Einmal der Schritt. Boah, hier ist so viel Gestrüpp. Einmal der Schritt. Einmal der Trab. Es ist so elegant einfach. Aber ich mag halt auch generell so die Rasse sehr gerne. Dann der leichte Galopp. Auch sehr schön. Der schnellere Galopp. Ja, kennt man eigentlich schon, ne? Aber trotzdem sehr, sehr toll. Und einmal der schnellere Galopp. Ja, das andere geht leider noch nicht. Dafür muss es erst gelevelt sein. Das finde ich unglaublich schade, dass es mittlerweile so ist. Dann stoppen wir nochmal zwischendurch. Gucken uns trotzdem, auch wenn wir es schon kennen, nochmal den Rückwärtsgang an. Und auch noch einmal das Steigen. Besonderer Trick. Ja, kannst du gerade nicht. Können wir hier durchlaufen? Jetzt wäre natürlich auch noch super toll irgendwie, wenn ich ein ganz tolles Set hätte. Was würde denn da passen? Weiß, ne? Ich habe aber gar nicht mehr so viel Star Coins. Vielleicht kann ich einen Anfangsteil kaufen irgendwie. Ich meine, das ist irgendwo der Vorteil, wenn man nicht mehr so oft online sein kann dafür. Dass man spart. Man spart die Starcoins. Das ist, ja. Man muss halt auch mal das Positive sehen, ne? Aber wie wäre es denn mit Weiß, obwohl sowas auch nicht schlecht ist? Gibt es denn was Tolles Weißes?
Gucken wir auch direkt mal bei Zaumzeug. Ah, das ist schon ein bisschen viel, ne? Ich hätte gerne etwas, was ein bisschen dezenter ist. Obwohl sowas auch schön aussieht. Ich glaube, es muss auch gar nicht so wirklich championatstauglich sein. Muss nicht. Weil bis die Championate wirklich richtig reiten kann, also das dauert ja Ewigkeiten. Einhorn! Nee, sie ist ja schon ein Einhorn, ne? Da müssen wir sie nicht künstlich zu einem Einhorn machen. Tatsächlich fand ich so ein kleines Halfter eigentlich ganz süß. Das ist Reiten dann ein bisschen schwierig, finde ich immer. Aber irgendwie, das ist ein bisschen dezenter. Warte mal, hier war doch noch eins. Ich dachte, da war gerade noch eins. Aber das finde ich schon mal sehr schön. Hat auf jeden Fall was. Das kann man auch machen. Bis jetzt finde ich aber das Halfter doch am schönsten. Ja, sieht auch schön aus. Bitte gucken Sie mal zur Seite. Vielleicht finde ich das sogar noch ein bisschen schöner. Oder das hier ist auch hübsch. Das sieht ein bisschen komisch aus. Warum ist das so? Also ich bin da kein Profi drin, deswegen frage ich. Dürft ihr mir sehr gerne beantworten. Das ist toll. Das ist ja mal mega. Mit einem Führstrick dabei. Der irgendwo da einfach so endet. Ja. Ich hoffe, das sieht halt einfach nur da so aus und nicht, wenn man es kauft. Aber genau sowas hätte ich sehr gerne. Und das finde ich schon mal sehr toll. Dann hätten wir aber nur noch 20 Starcoins. Was bräuchte ich denn noch? Ja, natürlich bräuchte ich noch einen Sattel. Ich habe aber irgendwo einen weißen Sattel. Vielleicht können wir irgendeinen ganz billigen dazu nehmen. Und das ist ja, der ist mega billig. Vielleicht können wir einen nehmen, den ich mit Schillingen bezahlen kann. Der ist schön. Ist aber zu teuer. Warte mal. Eine Vorschau anzeigen? Ah, 9000, schade. Der Sattel ist aber cool. Oh, das wär's. Der Sattel wär's einfach, ne? Der ist ja so schön. Warum müssen die immer so teuer sein? Den könnte ich sogar kaufen. Wäre auch in Ordnung fürs Erste. Aber der hier ist ja richtig toll. Hätte ich gar nicht so gedacht, dass es so einen tollen Sattel gibt. Okay, der kostet 3000 oder so. Dann habe ich, glaube ich, auch nichts mehr für eine Satteldecke. Ah, doch, hier. Ah, nee, die sieht nicht schön aus. Die ist nicht weiß genug. Da kostet sie schon nur einen Schilling, ne? Und dann bin ich dann noch, so, wie heißt es? So wählerisch. Ja, aber der passt halt nicht so richtig. Die passt gut dazu. Oder ich kaufe mir die Satteldecke, das und nehme den Sattel, den ich schon irgendwo habe, weil die Satteldecke passt ja mal mega dazu. Nur Vorschau anzeigen? Ja, auf jeden Fall kaufen. Und ich nehme die Satteldecke. Mit Schillingen. Und dann habe ich sicherlich irgendwo... Zack. Irgendwo habe ich auch noch einen weißen Sattel. Aber leider habe ich jetzt gerade keinen hier. Schade. Richtig toll aber, ne? Also das gefällt mir mega, mega gut. Komm, wir laufen mal ganz schnell zurück. Ich gucke mal ganz schnell, ob ich noch einen weißen Sattel finde. Das wäre natürlich auch gut. Oder einen schwarzen. Einen schwarz-weißen, der wird auch dazu passen. Ich bin aber auch hundertprozentig sicher, dass das irgendein Pferd tragen wird gerade. Hundertprozentig. Tausendprozentig. Ja, weiß oder schwarz ist die Frage. Eine gute Frage. Ich glaube, ich nehme erstmal den weißen. Ich glaube, ich muss es dir erstmal klauen. Darf ich aber nicht vergessen, dass das eigentlich Honey gehört. Sobald ich einen anderen habe. Hallo? Wieso? Hört Honey den jetzt wieder auf? Weil ich
zu schnell war. Das habe ich auch noch nicht gehabt, ne? Ich war zu schnell. Ja, jetzt hätte ich natürlich auch so wieder runternehmen können. Nö, jetzt ist er weg. Der Sattel ist weg. Einfach weg. Da ist sie hier. Honey. Mein Sattel ist weg. Na toll. Vielleicht hat ihn ja Sweetie schon auf eigentlich. Eigentlich hat sie ihn schon auf. Na supi. Okay, ich sehe den Sattel nicht. Toll. Danke, Star Stable. Freut mich sehr. Ich müsste wahrscheinlich neu starten, um das zu sehen. Ja, supi. Naja, egal. Wie dem auch sei, ich glaube, mit dem Sattel und alles sieht es richtig toll aus. Auch wenn das ein bisschen buggy ist hier, der Führstrick. Aber das ist nicht schlimm, denn ich finde Sweetie unglaublich sweet. Kann man das einfach so sagen? Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich logge mir gleich nochmal aus und nochmal ein, damit ich den Sattel nochmal anschauen kann. Und Sweetie ist unglaublich toll. Ich bin begeistert, aber ich bin ja immer sehr begeistert, muss ich sagen. Und sie ist so schön. Ich freue mich richtig. Vielleicht, wenn ich dahin lade, ist er dann wieder da? Bitte, Sattel. Bitte melde dich. Nee, ist er nicht. Der hat heute keine Lust mehr. Egal, nicht so schlimm. Ich habe jetzt ein wunderschönes Pferd, bin mega happy und würde damit sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.